Hallo Leute, wir sind's wieder, die Jungjournalisten von Marlinkrott TV. Wir haben für euch ein bisschen in der Schule nachgeforscht. Wir wünschen euch viel Spaß! Hey Leute, wir sind Luis und Kalle und schon seit Monaten hält uns die Baustelle hier am Marlinkrott in Atem. Nun wollten wir mal wissen, was hier hinter passiert. Wir haben für euch nachgefragt. Eigentlich dürfen wir Schüler natürlich nicht auf die Baustelle, aber mit Sondererlaubnis dürfen wir gucken. Und von Herr Weishaupt haben wir erfahren, was da eigentlich gerade passiert. In den letzten Wochen sind überall hier die Decken in den Fluren, im Eingangsbereich demontiert worden, aber auch in den Treppenhäusern. Da werden jetzt neue Decken montiert, die den aktuellen Brandschutzvorschriften entsprechen. Und das Schöne ist daran, dass da auch noch eine neue Beleuchtung mit reinkommt und ein besserer Dämmschutz. Und wir bekommen noch was sehr Schönes, nämlich überall werden sogenannte Access Points montiert, dass wir im ganzen Schulgebäude später dann WLAN-Empfang haben. Alle Ferien zusammengenommen hätten nicht gereicht, um die Bauarbeiten durchzuführen. Also wird gebaut, während gleichzeitig der Unterricht läuft. Für alle Beteiligten ist das eine echte Herausforderung. Wir haben sehr häufig zusammengesessen, um das zu organisieren. Jede Woche findet einmal eine mehrstündige Baubesprechung statt, wo das auch immer wieder neu besprochen wird. Und wir haben das ja so eingerichtet, dass wir also oben im Schulgebäude angefangen haben, in dem Flur 3.2 und arbeiten uns jetzt immer weiter herunter, bis wir also unten dann in der Eingangshalle angekommen sind. Wahrscheinlich wird die Baustelle noch das ganze Kalenderjahr dauern, aber am Ende haben wir alle was davon. Schule ist für Schüler da und auch die Renovierungsmaßnahmen, die tätigen wir ja nicht für die Lehrerinnen und Lehrer in erster Linie, sondern in erster Linie für euch. Da geht es also erstens um Sicherheit, zweitens um Modernisierung und drittens noch um ein schönes Aussehen, wo man sich wohlfühlt als Schüler und Schülerin und ja, ein Haus, ein Gebäude, ein Schulhaus, wo man gerne hingeht und auch gerne lernt und lebt. Hallo, wir sind Emilia und Lena von der Journalismus AG. Wenn ihr Probleme bei Mathe habt und keine Nachhilfe wollt, dann haben wir die Lösung, der Mathe-Coach. Wir zeigen euch heute, wie er funktioniert und was man da machen kann. Also, der Mathe-Coach ist eine freiwillige Sache für Schülerinnen und Schüler, die zweimal in der Woche angeboten wird. Am Montag in der 6. und 7. Stunde und donnerstags in der 7. Stunde. Und da können Schülerinnen und Schüler hinkommen, von der 5. Klasse bis zur Q2, die ein bestimmtes Problem oder eine bestimmte Frage haben zur Mathematik und die gerne beantwortet haben möchten oder an ihren Problemen oder Lücken, die sich aufgetan haben, arbeiten wollen. Wie kommt man dahin? Am besten geht man zur Lehrerbibliothek, zu der Tür gegenüber dem Sekretariat, und da hängt eine Liste aus, da kann man sich eintragen. Da kann man dann Termine von 5 bis 15 Minuten buchen. Man trägt sein Anliegen noch mit ein oder seine Frage, sein Problem. Ja, und dann kommt man wieder für den Termin, den man gebucht hat. Und wie wird man angerufen? Indem man sich erstmal überwindet, da sich einzutragen und dorthin zu gehen. Und alles andere werden wir dann mit der Schülerin oder dem Schüler erarbeiten. Also wenn es nur eine kurze Frage ist, dann können wir die ja schnell beantworten. Wenn es ein größeres Problem ist, dann finden wir da auch eine Lösung und versuchen, den Schüler ein bisschen da zu begleiten, dahingehend, dass er dann ein Profi wird. Aber wichtig ist eben die Selbstständigkeit und Eigenständigkeit der Schüler, dass wir die wollen wir gerne fördern, und wir möchten gerne, dass wir sozusagen einen Lernanstoß geben und die Schüler dann eben auch versuchen, selbst dann letztendlich das Problem zu lösen. Okay, danke schön. Bitte. Nutzt die Gelegenheit und probiert es selber aus, es wird euch sicherlich helfen. Hallo, wir sind Nikolas und Max von der Journalismus AG. Uns hat interessiert, was es mit der Kröte im All auf sich hat, und haben recherchiert. Hier ist unser Beitrag. Ja,
das war ganz fantastisch. Ne? Also es war wirklich klasse, weil wir hatten, waren ja auch ein bisschen unsicher, ob das alles so funktionieren würde, ob wir uns mit der Heliummenge da richtig eingeschätzt haben oder richtig berechnet haben. Als es dann so hochstieg und wirklich auch alle, die ganze Schulgemeinde so dabei war und applaudiert hat, das war schon wirklich ein ganz tolles Gefühl. Man ist dann schon sehr stolz, dass man das so hinbekommen hat, zusammen mit der Erasmus Plus AG. Und die Schüler waren, glaube ich, auch ganz happy und haben das Ganze auch toll begleitet. Große Aufregung herrschte auf dem Schulhof. Sogar ein Team vom WDR war dabei, als der Ballon mit der Marlinkröte in den Himmel gelassen wurde. Ja, wir haben das alles zusammengebaut. Seit den Sommerferien haben wir das gemacht. Und ja, jetzt haben wir den Ballon sein gelassen und das ist ein tolles Gefühl. Ja, und die Kürze, das ist halt das Maskottchen von der Schule, die Marlinkürze. Ja, und wir wollten mal ein Teil von Marlinkröte ins Weltall sind. Und ja, das hat auch irgendwie gut geklappt. Die kleine Marlinkröte hat fast 300 Kilometer zurückgelegt. Den Weg konnte Herr Grotus dank eines eingebauten GPS-Senders mitverfolgen. Wenn man jetzt hier verfolgt, die Geschwindigkeit und die Höhe, dann kommen wir gleich mit 6.000, 7.000, 8.000 Metern so auf die Höhe eines normalen Passagierflugzeugs, die so um 10.000 Meter Höhe fliegen. Und wir sehen auch, dass die Geschwindigkeit hier sehr stark zunimmt. Ja, noch nicht ganz. Aber jetzt sieht man den plötzlichen Abstieg, denn der Ballon war in der Höhe, dass er nicht mehr stabil war. Der Außendruck ist so gering geworden, dass der Ballon geplatzt ist und bewegt sich jetzt wieder Richtung Erde. Eine Stunde lang ist die Kröte wieder runtergefallen. Marlinkröte landete übrigens in Bad Brücknau in Bayern. Ein echt spannendes Experiment. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ja, am liebsten ruhe ich mich aus. Als zweites nehme ich meine Klampe, Gitarre in die Hand und jam mal ein bisschen. Wie kamen Sie zu dem Beruf? Um ganz ehrlich zu sein, ich wollte nie Lehrer werden. Ein Lehrer hat mich darauf gebracht. Josef, das wäre dein Job. Tja, und das war eigentlich schon meine halbe Entscheidung. Nächste Frage. Wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie? Tja, kein Schleimtier, die mag ich nämlich nicht so sehr. Aber ganz toll finde ich so kleine Vögelchen, Kolibris, die zwitschern so schön und sind bestimmt so weich, wenn man die anfasst. Elefant ist mir zu groß. Haben Sie ein Vorbild gehabt? Ja, kann ich euch eindeutig sagen, mein Vorbild war und ist immer noch mein Vater. Meine Mutter kommt, meine ich, an der zweiten Stelle. Aber von meinem Vater habe ich sehr, sehr viel lernen können. Es geht nicht nur um Schule, sondern um Menschlichkeit und vor allem die Musik. Das hat mich immer begeistert. Und ich glaube, beide Elternteile haben mir da einiges vermittelt. Noch eine? Lieber Physik, lieber Mathe, zurzeit eine eindeutige Antwort darauf, Physik. Da finde ich immer wieder Möglichkeiten, auch zu hinterfragen, ob ich schon das, was ich weiß, auch richtig kann und weiß. Ich entdecke immer wieder, dass es da immer wieder Lücken gibt, die schnellstens zu verbessern sind. Okay? Danke euch. Nein. Das war's mal wieder mit unserem Marlinkröte TV. Wir sagen Tschüss!